Dieser Vorschlag hat mich sicher inspiriert. Zuerst bin ich aber auch ein wenig erschrocken, muss ich gestehen, weil Maria Sibylla Merian kannte ich sehr schlecht. Ich kannte eigentlich sie nur als Blumenmalerin und habe mich dann kurze Zeit lang gefragt, was meint wohl Josef Helfenstein damit? Sollen wir jetzt auch Blumen zeigen? Es wurde dann aber sehr schnell klar, dass es eigentlich nicht jetzt einfach einzig um Blumen geht und vor allem, dass es auch bei Maria Sibylla Merian mehrheitlich ja eigentlich um eine Untersuchung geht, wie aus Insekten oder wie sich Schmetterlinge entwickeln. Mit 52 geht sie auf diese gefährliche Seereise und lebt 2 Jahre in Suriname, eigentlich in der grünen Hölle. Also es war immer sehr heiß und sie kam dann nach 2 Jahren auch zurück mit Malaria. Zu Hause hat sie dann die ganzen Drucke ausgearbeitet, gedruckt, selber koloriert. Und dies können wir sehen in diesem Buch oder in 2 Büchern. Aber es ist, das Surinam-Buch ist eigentlich das große, können wir sehen in der Vitrine. Sie hat mit diesen neuen Entdeckungen, die sie gemacht hat, auch immer wieder kleine Texte geschrieben und musste neue Namen dazu finden oder neue Begriffe. Und hat zum Beispiel für eine große Spinne, die einen Kolibri frisst, hat sie dann den Namen Vogelspinne geprägt, der auch von Linné dann weiterverwendet wurde. Mich hat es überrascht, dass sie in der Barockzeit eigentlich doch sehr nüchtern und beobachtend, ohne zu werten, diese Tatsache in der grausamen Natur darstellt. Ich sehe dank der Konfrontation mit Maria Sibylla Merian auch mein Werk ein bisschen anders. Ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wenn man Bilder in einem Raum zusammenhängt, sie sich immer gegenseitig ein bisschen verfärben. Es gibt eine Art Resonanzraum auch. Und durch diese Verfärbung werden vielleicht Dinge sichtbarer, die man in einem anderen Zusammenhang weniger sehen würde. Also ich glaube, dass das Wachsen, das Pflanzliche in meinen Arbeiten kommt hier jetzt mehr zur Geltung, als es vielleicht sonst ist.